Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play, beziehungsweise einem neuen Let's Play Together mit dem guten Zero. Hallo Zero! Hallo! Genau, und ihr seht es schon, ihr müsst es kennen, ihr müsst es wissen. Diablo 2 spielen wir! Yay! Yeah, Baby, Alter, was geht? So, ich als Amazone, Zero als, ja, Magierin, Zauberin, wie auch immer. Ja, ich werde aber dazu die ganze Zeit Source sagen, weil ich bin seit Jahrhunderten gewohnt, dazu Source zu sagen. Das ist nicht so schlimm. Ja, wir haben gerade echt 4-5 Stunden dran gesessen, das Spiel überhaupt richtig zum Laufen zu bringen. Ihr kennt es ja wahrscheinlich schon ein bisschen älter, das Spiel. Ja, gibt eigentlich nicht viel mehr zu sagen, außer dass wir jetzt mal mit Warif, den guten Warif, sprechen. So. Ja, ich bin da, alles gut. Was hast du irgendwas gesagt? Ich rede gerade mit Warif. Achso, okay. Sorry. Psst. Seid gegrüßt. Mich überrascht nicht, euresgleichen hier zu sehen. Viele Abenteurer sind diesen Weg gekommen, seit der jüngste Ärger anfing. Zweifellos habt ihr von der Tragödie gehört, die über Tristram kam. Manche sagen, dass Diablo, der Herr des Schreckens, wieder auf Erden wandelt. Ich weiß nicht, ob ich das glauben soll, aber vor wenigen Wochen kam ein dunkler Wanderer dieses Weges. Er wollte zum Gebirgspass, der vom Kloster der Jägerinnen bewacht wird. Vielleicht ist es Einbildung, aber das Böse scheint ihm auf den Fersen gefolgt zu sein. Seht ihr, kurz nachdem der Wanderer die Klosterpforte passierte, wurde der Pass geschlossen und seltsame Kreaturen suchten das Land heim. Bis es außerhalb des Lagers sicherer ist und die Tore wieder geöffnet werden, bleibe ich mit meiner Karawane hier. Ich hoffe, ich kann nach Lut-Golain aufbrechen, ehe der Schatten, der auf Tristram fiel, uns alle verschlingt. Wenn ihr dann noch lebt, nehme ich euch mit. Ihr solltet auch mit Akara sprechen. Sie scheint im Lager das Sagen zu haben. Vielleicht weiß sie mehr. Okay, sehr schön. Gut, okay, alles klar. Ich habe jetzt extra gewartet und wollte dann rein. Übrigens. Da. Ach ja. Mein Soundcontroller war unter meinem Fuß und plötzlich war der Sound weg und ich dachte, hä, was ist passiert? Ja. Und ich habe dich nicht mehr gehört. Und dann bin ich reingekommen, ja, und habe dir einfach mal mitten in den Satz reingesprochen, sorry. Okay, nein, das ist ja nicht so schlimm. Leichte Anfangs- und Startschwierigkeiten. Übrigens, als kleine Information, bevor wir jetzt richtig das geniale Spiel mal wieder suchten, endlich, ich freue mich. Wir haben uns, der liebe Zero und ich, wir haben uns so ein bisschen Gedanken gemacht, damit es nicht so langweilig wird. Ihr seht schon, Zero ist langweilig, der will endlich los. nein, wir haben uns überlegt, damit es nicht zu langweilig wird, wir werden in der Stadt nichts kaufen. Ja, wir werden keine Folianten kaufen, wir werden nichts machen später, wenn wir, jemanden befreit haben. Ich sag jetzt mal nicht wen, wer das Spiel vielleicht nicht kennt. Werden wir auch nicht seine Spezialfähigkeiten nutzen und hin und her und dies und das. Und dementsprechend versuchen wir uns das dadurch ein bisschen schwerer zu machen und wirklich nur Sachen zu benutzen, die wir auch wirklich finden. So. Kurz gesagt, von der Hand in den Mund. Genau, im Prinzip so leben wir hier in Diablo 2, damit es wirklich nicht zu einfach wird. Ich weiß gar nicht, wie sieht denn das aus mit dem Glücksspiel? Dürfen wir das machen? Nein. Auch nicht, gut. Alles klar. Am Ende haben wir eine kleine Challenge, habe ich mir gerade so ausgedacht, mittendrin, als wir das Let's Play gestartet haben. Wer am Ende des Let's Plays mehr Geld hat, der ist der Gewinner des Let's Plays. Was sagst du dazu? Sehe ich nicht ein. Doch. Ja, okay, dann sagen wir aber, dass ich bei Borderlands gewonnen habe. Weil ich hatte das Maximum. Da haben wir aber nichts gemacht. Da haben wir die Wette nicht ausgesprochen. So, bam, basta. So, wir reden mal mit Akara. Achtung und los! Seid gegrüßt, junge Zauberin. Es ist gut, mehr von euch in diesen dunklen Zeiten im Einsatz zu sehen. Meiner Meinung nach braucht die Welt mehr Frauen, die gegen den großen Schatten kämpfen. Aber wo bleiben meine Manieren? Ich bin Akara, Hohepriesterin der Schwestern vom Verborgenen Auge. Ich heiße euch in unserem Lager willkommen, fürchte aber, ich kann euch in diesen baufälligen Mauern nur unzulängliche Unterkunft bieten. Seht ihr, unsere uralte Schwesternschaft ist Opfer eines seltsamen Fluches geworden. Die mächtige Zitadelle, wo wir seit Generationen die Pforten zum Osten bewachten, wurde von der bösen Dämonin Andariel verheert. Ich kann es noch nicht glauben,
Aber sie hat viele unserer Jägerinnen-Schwestern gegen uns aufgebracht und uns aus unserem angestammten Heim vertrieben. Nun sind die letzten Verteidigerinnen der Schwesternschaft entweder tot oder in der Wildnis verstreut. Ich flehe euch an, bitte helft uns. Findet einen Weg, diesen schrecklichen Fluch von uns zu nehmen, und wir werden euch ewige Treue schwören. Ja, nice. In der Wildnis gibt es einen mächtigen Ort des Bösen. Kundschafter von Kashias Jägerinnen haben mich informiert, dass in einer Höhle in der Nähe Geschöpfe des Schattens und Schrecken von jenseits des Grabes hausen. Ich fürchte, diese Kreaturen rotten sich für einen Angriff auf unser Lager zusammen. Wenn ihr uns wirklich helfen wollt, findet das dunkle Labyrinth und vernichtet die widerlichen Bestien. Zero? Möge das große Auge über euch wachen. So, jetzt bin ich durch. Muss mir nochmal die Höhle des Bösen anhören. Okay, suchen Sie die Höhle in der Wildnis außerhalb des Jägerinnenlagers, und das ist unsere erste Quest, und die werden wir jetzt auch gleich starten. Wenn ich nicht am Baum hängen bleibe, so. Hier geht's anscheinend raus. Ja, so. Und oh, ja. Also damals habe ich hier in der ersten Ebene echt Stunden verbracht. Ja. Meins. Ja, nimm ruhig hin. Ich gehe zu den Zombies. Ich mach die Zombies platt. So. Das ist aber auch echt eine wahnsinnige Umgewöhnung. Also wir haben es ja jetzt extra für YouTube für euch also so gemacht, dass wir, wie gesagt, ohne Ende versucht haben, hier eine vernünftige Grafikauflösung hinzubekommen und so weiter und so weiter. Und das ist total ungewohnt. Ja, normalerweise sind wir immer näher dran, ne? Ja, irgendwie fühlt sich das so an, als ob die viel zu weit weg ist, die Olle. davon ganz ab, ich wollte nochmal fragen, wegen unserer kleinen Challenge, dürfen wir wenigstens Sachen verkaufen? Nein. Auch nicht? Nein. Dann lohnt es sich ja gar nicht, dass ich die Sachen hier mitnehme. Nur wenn du sie brauchst. Also ich treffe nichts. Lieber Zero, ich habe übrigens eine Dingens hier, einen Stab für dich gefunden. Ja, ich komm gleich. Und eine Adlerkugel. Ich weiß ja nicht, was du eher so bevorzugst. Alter, ich will die Axt tragen. Geh doch. Yeah, Baby. Du bist eine Zauberin. Ja, und am Anfang trage ich eine Axt. Ignoriere einfach meinen Buff auf meinem Kopf, den hast du nicht gesehen. Was hast du für einen Buff auf deinem... Du Penner. Ich muss den erstmal ausschöpfen, warte. Dann kannst du mir gerne die Waffe geben. Also ich hab schon mein Level up. Das ist schön für dich, ich nehme mich nicht. Jetzt hab ich's. Oh. Identifikation. Ah, oh, da klar. Ich bin hier die Zauberin. Ich bin hier die Gelehrte, ja. King. Lederhandschuhe. Lederhandschuhe sind gut. So, Moment. Waffe, Adlerkugel und Stab. Was geben die denn alles so Schönes? Oh, Feuerblitz. Knochenrüstung ist scheiße. Oh, Feuerblitz gefällt mir. Ich werde übrigens, um das schon mal so ein bisschen vorauszunehmen, werde definitiv eine Fernkampf-Amazone bauen. Das heißt dann mit Pfeil und Bogen. Ja, ich hoffe, ich erinnere mich doch an die Skillung meiner Source, die ich immer gemacht habe. Das wäre cool. Boah, ich kann mich da definitiv nicht mehr dran erinnern. Ich werde es dann nochmal versuchen auf jeden Fall. Ich weiß auf jeden Fall, dass es Geschicklichkeit und Vitalität, glaube ich, war. Ich bin mir da aber nicht mehr so ganz sicher. Ich die Frage ist jetzt, so mache ich eine Blizzard-Orb oder eine Frostsphäre-Orb? Ich weiß gar nicht mehr, wie das Ding hieß. Also ich habe, glaube ich, immer hier Sturmblitz, ich weiß gar nicht mehr, wie das ganz genau hieß, genommen. So, Bogen und Armbrust, wo wollte ich denn hinaus? Da möchte ich nämlich drauf hinaus, auf den Streuen-Skill, der ist nämlich so geil. Der ist nämlich richtig genial, wie ich finde. Die sind nicht so super, wie ich finde. Hey, Moment. Den Zauberpfeil. So, den möchte ich gerne haben. Den werden wir hier auch gleich mal ausrüsten, obwohl wir ja noch nicht zaubern können. Und wir gehen in die Höhle des Bösen. Questlogbuch. Ich höre üble Geschöpfe ringsum, bla bla bla. So, vernichten Sie alle Monster in der Höhle, und das werden wir tun. Genau. Oh, hier. Hatte man früher nicht mit dem Mausrad die Skills wechseln? War da nicht was? Was wechseln? Mit dem Mausrad die Skills wechseln? Könnte man das nicht früher? Eine Schärpe, was haben wir da? Topas. Oh. Weißt du, ich nehme die Bolzen, ist klar. Goldene Lederhandschuhe, meine! Ja, tja, ich habe die ID-Rolle. Was willst du machen? Warte, ich gebe sie dir gleich. Ich habe schon zwei oder drei. Achso.
Also, wenn es hier gerade so ein bisschen aussieht, dass der Zero und ich gegenseitig so gerade looten und hin und her, wir werden das trotzdem machen, denke ich mal. Und, ja, wir werden teilen auf jeden Fall. Ja, man kann sich ein bisschen ärgern, aber dann später, sobald wir ein bisschen Ruhe haben, kein Gegner mehr in der Nähe sind, da können wir sie teilen. Ne? Ledierter Schädel. Wir spielen übrigens Lord of Destruction, wer es nicht wusste. Ich habe hier einen Beschützer gerade gefunden. Der hat 25% Chance zu blocken, wenn du den gerne haben möchtest. Weil du trägst ja ein Hand, so wie ich das gesehen hatte. Oh, Stärke 12. So, Identifikation. 14 zu Angriffswert, 16% verbesserte Verteidigung, 1 zu Stärke, 1 zu Geschicklichkeit und 5% Kältewiderstand. Geil. Direkt am Anfang sowas Geiles, ne? Hast du schon Handschuhe? Ich habe keine Handschuhe. Dann nimm die. Moment. Hä? Boah, dann die jetzt fallen lassen. Die hab ich an. Achso, Leute. Das sah gerade so aus, als hätte er sie nicht fallen lassen. Ich hatte sie aber nicht mehr. Ja. Deswegen fand ich das gerade ein bisschen komisch. Na gut. So, weiter geht's. Wir müssen ja jetzt alle Viecher hier aus der Höhle im Prinzip leer machen. Genau. Und dafür kriegen wir nämlich das Skill geschenkt. Level up. Alter, ah, Schamane. Ich kann mich auch noch leicht dran erinnern, war das nicht sogar so, dass die Höhle dann hier so einen Schein bekommt? Dass genau. Da hier die Sonne durchkommt? Ja, ne? Wir kriegen auch eine Info, wie viele Monster noch übrig sind. Oh, ein blauer Stab. Oh. Schauen wir mal. Kriegen wir auch über den Questlog. Zero. 1 zu Zäune, 2 zu verstärkter Schaden, 1 zu Mana nach jedem Volltreffer. Ja. Mana-Raub ist nicht so schlecht. Ja, aber ich bin nicht gerade dafür bekannt, dass ich auf die Gegner zulaufe und ihnen die Fresse poliere. Ja. Also ich werde definitiv später im Laufe des Spiels hoffen, dass ich einen Bogen mit Mana-Raub kriege. Ansonsten werde ich mir einen holen, der wenigstens so... Was wirst du dir holen? Wo wirst du es dir holen? Naja, so versuchen mir zu droppen, dass ich dann einen kriege, wo ich dann Mana-Raub durch Edelsteine reinmachen kann, weil ich später dann wirklich nur mit den Skills noch spielen will. Und die kosten nach Amazon extrem Mana. Oh, ich hab ein Level-Up. Cool. Haha, Mana. Und ich hoffe, man hört mein wildes Geklicke nicht, wenn ich rede. Oh, da ist ein Special. Geld. Ja, ich hab Special Geld gefunden. Von Toter. Oh, ich hab einen Schlüssel gefunden. Sauber. Schlüssel ist immer gut. Heiltrank, die nehmen wir mit. Ich weiß auch gar nicht mehr, wozu man einen Schlüssel überhaupt gebraucht hat. Gab's hier verschlossene Truhen? Ja, natürlich. Da sind sogar immer sehr schöne Gegenstände drin, muss ich sagen. Also wenn man Glück hat. Ich sag mal, so ist immer so eine 50-50-Chance, schätze ich mal. Ich hab einen Bogen gefunden. Geschätzt. Hier ist ein Bogen. Bogen, ich nehm Bogen. Gib mir Stiefel. Oh, Riesenzauber. Bam. Nein, verdammt. Hast du noch eine ID-Rolle? Hier ist aber gute Lederrüstung. Oh, meine. Kurzbogen. So, Moment, das werden wir natürlich so machen, weil man kann ja zwei Waffenarten tragen gleichzeitig. Ja, mit W kann man hier wechseln. Genau, mit W kann man wechseln. Da fällt mir aber gerade ein, dass es dann ein bisschen Ups. Gut ist, was ich gemacht habe. Ich wollte eigentlich was anderes machen. Gut, ich habe uns ein TB schon mal geöffnet. Cool. Kann man dann ja benutzen, wenn wir zurückgehen. Oh, der... Alles meins. Na, was ist gedroppt? Oh, ein grünen Beschützer und ein gelbes Amulett. Oh, wie geil, ey. Ja, ich hab hier noch einen Riesenzauber, aber das Problem ist, wir brauchen ID-Rollen. Ich hab eine. Ja, eine reicht uns aber nicht aus. Oh Gott, ich bin fast tot. Nehme ich jetzt das Schild nicht, ich nehme das Amulett. Boah, genial das Ding. Sehr schön. Soll ich dir mal vorlesen, Zero? Mach. 19 zu Angriffswert, 3 zu Energie, Leben wieder auffüllen plus 2, 3 zu Mana und 30% extra Gold von Monstern. Wie war das nochmal am Ende? Mal gucken. Vielleicht will einer von euch ja einen Killcounter durchziehen für uns. Und dann gucken wir mal, wer am Ende so... Das ist aber unfair, wenn du später Frostfäre hast. Oh, wir haben nicht mein Problem. Wir haben die Quest fertig. Ja. Diese Grotte wurde vom Bösen gesäubert. Oh, neuer Status. Ich geh mal ein bisschen auf Geschick. So. Lederhandschuhe. Gut. Gut, holen wir unser gratis Zeug ab. Habe ich übrigens schon gesagt, ich wollte das die ganze Zeit schon sagen, dass wir LOD spielen, also Lord of Destruction. Hast du schon? Hab ich schon? Gut. Hast du schon. Ihr habt die Höhle des Bösen gesäubert.
Ihr habt mein Vertrauen erlangt und gebt mir möglicherweise den Glauben an die Menschheit wieder. Euer Lohn ist die Ausbildung in einer Fertigkeit eurer Wahl. Yay! Yay! Gratis Stuff! Genau, so, den werde ich mir nämlich auch aufheben. Ich muss sowieso als allererstes Eisblitz hochskillen auf 20. Seid gegrüßt. Von daher habe ich es ganz leicht. Hey, Dude, hier, Kashara. Hey, das muss ich noch machen. Oder wie hieß sie? Kashia. Wieso habe ich damals mal Kashara gesagt? Er ist Kashia. Keine Ahnung. Ich bin aber gerade am Überlegen, ob bei der Amazone die Passiv-Skills wirklich passiv war oder ob man die aktivieren musste. Naja, du machst das ruhig, ich erzähl mal was über meine Source. Also mein Plan ist es, wenn ich jetzt hier mal auf meine Skills gehe. Es ist tatsächlich passiv. Gut. Ja? Ja. Wie ging ich nochmal auf meine Skills? Weiß ich gar nicht mehr. Achso, ja, jetzt müssen wir mit ihr hier reden. Gut, wie? Achso, gut, dann reden wir halt immer hier erstmal. Willkommen in unserer grandiosen Hütte. Ich weiß, ihr seid hier, um das Böse herauszufordern, das uns aus unserem angestammten Zuhause vertrieben hat. Aber wisset eines, Akara mag unsere spirituelle Anführerin sein, ich jedoch befehlige die Jägerinnen in der Schlacht. Es erfordert mehr, als nur ein paar Bestien in der Wildnis zu töten, um mein Vertrauen zu erringen. Jo. Meine Kundschafterinnen haben von etwas Abscheulichem auf dem Friedhof des Klosters berichtet. Offensichtlich ist Andariel nicht damit zufrieden, nur unsere Lebenden zu holen. Blutrabe, eine unserer besten Befehlshaberinnen im Kampf gegen Diablo bei Tristram, war auch eine der ersten, die dem Verderben Andariels erlegen sind. Jetzt könnt ihr sie auf dem Friedhof des Klosters finden, wo sie unsere Toten als Zombies auferstehen lässt. Wir können diese Schände nicht hinnehmen. Wenn ihr wirklich unser Verbündeter seid, werdet ihr uns helfen, sie zu vernichten. Okay, nice. Okay, suchen Sie Blutra aber auf dem Friedhof in der Nähe der kalten Ebene. Da müssen wir jetzt hin. Ja, wollen wir los? Oder wolltest du noch irgendwas sagen? Oder? Ja, kurz was zu meinem Charakter, was ich so vorhabe. Also, ich habe mir jetzt Gedanken gemacht. Meine Source wird eine Orb-Source. Das ist die Frostfähre. Für die Frostfähre sehen wir ganz unten Bonis Frostfähre, Eisblitz, mal 2% Kälteschaden pro Level oder plus, was auch immer das sein soll. Und deswegen skill ich auf jeden Fall Eisblitz zuerst hoch, dann gehen wir hier entlang, nehmen das hier noch mit und das hier müssen wir, also wir müssen diesen Strang auf jeden Fall beide mitnehmen. Das heißt, ich muss Frostfore ein Skill draufsetzen und bei Gletschernadel muss ein Skill drauf sein, dann gehe ich nämlich auf Blizzard und von Blizzard komme ich erst zur Frostsphäre. So, zudem hole ich mir noch eine Frostrüstung. Energieschild wird dabei sein. Und Teleport. Feuerzauber brauche ich gar nicht. Feuerzauber wird einfach einsam sein. Wobei, Wärme. Erhöht die Rate, mit der sich ihre Mana erholt. Wärme ist noch ganz gut. Stimmt, ich erinnere mich. War ein kurzer Geistesblitz. Scheiße, ich bin zurückgegangen. Nein. Laufe ja, nicht schlecht. Also, um es kurz zu sagen, ich werde definitiv, wie gesagt, eine Bogen-Amazone spielen. Und werde auf jeden Fall mich auf den Mehrfachschuss bzw. den Streuschuss spezialisieren, weil man einfach extrem viel Schaden macht im großen Bereich. Und werde einfach mal zusehen, dass ich eventuell viele... werde zusehen, dass ich viele Passiv-Skills auch mitnehme, so wie eben gerade auch den Dingenskill. Jetzt muss ich gerade noch mal gucken. Moment, wo war er? Wo konnte man noch mal... Was war denn der Shortcut für die Skills? T. Habe ich auch erstmal noch geguckt. Genau. Hier, wie kritischer Schlag passiv ist, besteht die Chance, dass ihr ihre Angriffe doppelten Schaden anrichten. Das ist natürlich im Prinzip sehr gut. Und hier ist Fluffy, genau, Fluffy! So, Fluffy, kann ich kommen? Bist du fertig mit reden? Ja, Fluffy ist hier von der kalten Ebene. Der gehört zu meinem Kill. So. Übrigens ist das ganz schön unfair, dass ich in der Stadt nichts kaufen kann, ne? Warum? Da muss ich nämlich zusehen, dass ich immer eine Zweitwaffe habe, die auch sehr gut ist. Weil wenn mir die Pfeile ausgehen, habe ich ein Problem. Brauchst du einen Vorrat an Pfeile? Das geht. Boah. Achso, mit der sollen wir reden, ne? Nee, müssen wir nicht unbedingt, aber ich find's immer cool, was sie sagt. Also. So, Wegpunkt habe ich gefunden. Gleich hier vorne, perfekt. Du hast einen Schlüssel, hast du gesagt, ne? Das heißt, ja. Wenn ich eine verschlossene Truhe finde, dann sage ich Bescheid.
Mach das. Hast du noch eine ID-Rolle? Oh, ich habe auch einen Schlüssel. Nee, aber hier ist ein Special-Vieh. Ich komme. Ich hab noch da den Erfahrungsbuff. Ja. Toll. Weißt du, ich habe mir gerade 12 Stärke gegeben. Kommt der erste Gegner, schlägt auf mich ein und mein Schild ist kaputt. Das ist so unfair. Reparieren können wir. Können wir reparieren? Das ist jetzt auch noch so eine Frage. Dürfen wir reparieren? Warte, man konnte doch irgendwie anders noch reparieren, oder? Nein, man kann das nur bei Chasi machen, hier jetzt in, jedenfalls in Akt 1. Konnte irgendwie anders reparieren. Wir verzichten auf reparieren. Nochmal was? Wir verzichten auf reparieren. Das kannst du nicht bringen. Wieso nicht? Alles geht. Weil wir sind Fernkämpfer, als wenn da irgendwas kaputt gehen würde bei uns. Ja? Ja, wir 50.000 Mal sterben. Ja gut, dann entscheide du. Oder wollen wir wieder eine Münze werfen? Boah. Das ist... Ich muss da ein bisschen drüber nachdenken. Okay. Ich hab eine Rüstung. Yay. Mein Schild kann ich erstmal wegwerfen. Man konnte reparieren. Man konnte irgendwie reparieren. Ich weiß es noch. Genau. Hoadrim-Würfel. Es gab ein Rezept zum Reparieren. Ja, das ist sehr schön, Zero. Oh, das ist wieder ein Special. Und ich weiß es. Ist der tatsächlich gerade Bishi-Boss? Ja, kann sein. Nein, ich will Looter King sein, ich will Looter King sein. Und die Runen waren gar nicht mal teuer. So. Was heißt, die Runen waren gar nicht teuer? Wo willst du denn Runen kaufen? Seit wann kann man Runen kaufen? Nein, ich meine, die sind nicht wirklich schwer zu finden. Diese Runen. Ja gut, das ist alles sehr schön und gut, aber den Horadrim-Würfel kriegen wir auch erst im vierten Akt. Ruhig. Das ist alles ganz schön heftig. Im vierten Akt? Ich was? Bin voll, voll. Ja, Horadrim-Würfel kriegen wir im dritten. Ach ja, Entschuldigung. Und bis dahin, easy. Was geht denn? Na gut, also reparieren wir nicht. Alter, das wird aber übel. Das wird richtig übel. Ach Quatsch. Oh, cool. Wie viel Loot hier liegt. Ja, war noch goldene Handschuhe dabei. Die habe ich mir ja gleich mal gegriffen. Ich habe noch gar nichts. Das waren übrigens gelbe, keine goldenen. Ja, Entschuldigung, gelbe. Mana. Mana. Sehr schön. Haben wir hier noch? Mana-Trank. Zero? Ja. Hier. Nimm hin. Kannst haben. Du hast die besseren genommen, ne, du Arsch? Natürlich. Naja, für mich besser. Alter, ich klicke jedes Mal aus dem Fenster raus. Zum Glück habe ich mein Hintergrund. So, ich hau schon mal das erste Teil weg von mir, was kaputt ist. Ja. Weil wir ja nicht reparieren dürfen. Oh Gott, ey, das wird gar nichts. Natürlich. Macht's ein bisschen spannender, Dude. So, alles cool. Trifft die da hinten nicht, doch jetzt. Nochmal. Ja, ich hab ein Schild. Es ist nicht kaputt. Ich kann da irgendwas reintun. Sehr schön. Ein Ring. Oh. Meiner. Oh, meine Kappe ist kaputt. Wer ist hier jetzt der Looter King? Ich glaube nicht, dass das doch ist, der Friedhof. Ah, alles gut, alles schwarze gut. Magie am Werk. Eieieiei. Schaffen wir Blutrabe überhaupt schon? Ja, nicht. Das sind Feinde. Nimm sie dir. Hab ich noch. Mein Ausdauer geht immer flöten. Ja, da ist es eine gute Amazone zu haben. Na, später habe ich Teleport, dann wollen wir mal sehen, wer hier ja, Ausdauer braucht. So, wir sollten vielleicht erstmal gucken, dass wir tatsächlich so ein bisschen die umrandeten Viecher wegmachen. Weil die können sonst echt böse sein. Der hat sich teleportiert. Hurade! Oh, cool. Noch ein Riesenzauber. Ha! Das ist mein zweiter Riesenzauber. Nur leider habe ich keine ID-Rollen. Ich leider auch nicht mehr.
Oh, das sind Schuhe. Ich habe noch keine Schuhe. Auch noch den grünen Schild. Das Blutraube. Jo, und sie kommt. Also, ich hoffe, dich zu bewegen. Mann! Ach, ich hab sie doch. Das ist langsamer. Alter. Läuft weg. Boah, aber die Blutrabe ist schon immer echt ekelhaft. Ihr habt erst ein Viertel verloren. Und die beschwört übrigens immer wieder neue Zombies. Das heißt, ja, das zu klären bringt nichts. Ich versuch's trotzdem so ein bisschen einzudämmen. So, Alter, jetzt komm ich. Die läuft einfach weg. Oh, Mana, Mana, Mana. Ja, jetzt brauche ich auch wieder Mana. Egal. So weiter schießen. Oh Gott, ich bin fast unten. Ein Wurfspieß. Ein gelber Wurfspieß. Ich brauche Mana. Mensch, bleib doch mal stehen, Olle. Oh, meiner. Och, jetzt Olle, stirb doch. Bleib doch mal stehen. Oh Mann. Ja, ich hab sie getroffen. Ah, oh, Halleluja. Ja, ich hab das Gold gekriegt, ja, das war mir egal. Gut, das ist sowieso ein Barbarenhelm, die brauche ich nicht. Das ist korrekt. Aber das ist jetzt schon Kieferknochenhut? Krass. Ja. Hättest du mal Barbar gespielt. So, ich möchte in die Kryptas rein. Wollen wir die auch noch machen? Das wäre jetzt meine Frage gewesen. Ja klar, logisch. Wir machen hier keinen Speedrun. Nicht? Nein, schade. Mein Wunsch wäre sogar gewesen, dass wir die Ebene komplett machen. Oh Gott. So, in die Krypta. Und los geht's. Nö. Nö, stimmt. Bis morgen. Haut rein, tschüss. Tschüss.